Hallo, herzlich willkommen, liebe RWO-Freunde, liebe RWO-Fans zu Underdog TV, das Magazin. Heute aus Velbert, aus der Christoph-Breit-Sportarena. Gegen den Tabellen 19. heute bei frühlingshaften 10 Grad und Sonnenschein. Wann hatten wir das zuletzt überhaupt bei einem RWO-Spiel? Sollte der nächste Dreier drin sein? Zuerst für euch erstmal die Themenübersicht. Erinnerung an unser Facebook-Gewinnspiel. Interview mit Co-Trainer Dirk Langerbein. Das Regionalligaspiel Velbert gegen RWO in der Zusammenfassung. Das Exklusivinterview mit Ex-RWO-Spieler Markus Kaja. Und Interview mit unserem sportlichen Leiter Frank Kontny. Wir verlosen für euch dieses Trikot von Mike Terranova. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, vor einigen Wochen haben wir es bei Facebook schon reingestellt. Dieses Foto auf Facebook könnt ihr raussuchen. Dieses Foto mit einem Wort, was euch zu Mike Terranova einfällt, kommentieren, das Foto teilen und unsere neue Seite facebook.com/rwoberhausen liken. Das originellste Wort werden wir auslosen. Zum 8.4. könnt ihr das letzte Mal ein Wort gepostet haben. Dann werden wir den Gewinner bekannt geben. Und am 12. beim Heimspiel gegen den VfL Bochum 2 hat der nächste Glückliche bei uns gewonnen. Das Nachholspiel zum 22. Spieltag. Wir sind heute zu Gast bei der Sport- und Spielvereinigung Velbert. Der Faktencheck. Die Mannschaft von Trainer Lars Lese steht aktuell auf dem 19. Tabellenplatz, allerdings auch dadurch bedingt, dass durch den Winter 5 Spiele ausgefallen sind. 23 zu 37 Tore stehen aktuell auf dem Tableau. Die meisten davon, nämlich 8, hat der Stürmer Sebastian Janas geschossen. Also auf den muss man vor allen Dingen achten. Mit Dimitrios Papas, Markus Kaya und Benjamin Schüssler stehen 3 ehemalige RWO-Spieler in der Startelf. Wir sind gespannt und hoffen auf einen Sieg hier in Velbert. Vor dem Spiel gegen Velbert hat Christian Straßburger noch den Co-Trainer Dirk Langerbein am Mikrofon. Vor dem Spiel gegen Velbert bei uns der Co-Trainer Dirk Langerbein. Dirk, heute schweres Spiel hier in Velbert. 2 Heimniederlagen hat es jetzt gegeben hintereinander. Wie geht man jetzt an das Spiel ran, damit 3 Punkte endlich wieder auf unserer Seite sind? Ja gut, ich meine, wir haben uns gut vorbereitet auf Velbert. Ja, wir wissen, was uns hier erwartet. Wir wissen, dass es eine Mannschaft ist, die mit uns im Abstiegskampf noch hängt. Ja, und dementsprechend ist es kein Abstiegsspiel, sondern ein Abstiegskampf. Und die Jungs sind gut eingestellt und ich hoffe, dass es gleich umsetzt. Was habt ihr denn im Trainerteam für Lehren aus den Niederlagen gezogen und der Mannschaft weitergegeben, und damit die das heute anders umsetzen? Ja, ich glaube, dass wir eigentlich in beiden Spielen nicht grob was falsch gemacht haben. Es waren immer kleine Sachen, gerade im taktischen Bereich, wo wir dann vielleicht ein bisschen ungeduldig geworden sind. Und das haben Mannschaften wie Wiedenbrück und Gladbach, die vielleicht zurzeit zu den Formstärksten gehören, halt ausgenutzt. Daraus haben wir die Lehren gezogen und werden heute anders auftreten. Peter Kunkel war ja Trainer hier in Velbert. Hat man bei ihm eine besondere Motivation gemerkt oder eine Anspannung, oder hat das keine Rolle gespielt bei ihm? Nein, hat keine Rolle gespielt. Okay, super. Dann hoffen wir heute auf einen Sieg. Dankeschön. Dann geht's jetzt los mit dem Spiel. Sport und Spielvereinigung Velbert gegen Rot-Weiß Oberhausen. Viel Spaß hier bei Underdog TV, das Magazin. Thank you.
Ja, 1-1 hier gegen Felbert, Patrick Bauder. Punkt gewonnen oder 2 liegen lassen? Was sagst du? Am Spielverlauf haben wir ja 1-0 hingelegen, kannst du sagen, Punkt gewonnen, aber wir haben uns halt vorgenommen, einen Dreier hier mitzunehmen. Und ja, aber ich denke, ein Punkt ist besser als keiner. Was war los erste Halbzeit? Wirkte ein bisschen fahrig. Zweite Halbzeit seid ihr auf Touren gekommen. Was hat da gefehlt? Was denkst du? Ja, ich fand nicht, dass die erste Halbzeit jetzt fahrig war oder so. Wir hatten uns vorgenommen, wieder besser zu stehen. Bisschen tiefer und ja, ich glaube auch nicht, dass wir eine Chance hatten. Und ja, mit dem Elfmeter dann mussten wir ein bisschen offensiver machen. Und ja, Felix macht zum Glück noch das 1-1 und ja, müssen wir jetzt so mitnehmen. Jetzt habt ihr wenigstens die Niederlagenserie gestoppt mit dem Punkt hier. Jetzt geht es direkt weiter am Freitag in Düsseldorf. Findest du das gut, dass es sofort weitergeht, dass man weitermachen kann? Oder würdest du dir auch mal wünschen, eine Woche aufs Training zu konzentrieren? Nee, schon gut, alle 3 Tage zu spielen. Trainiert man nicht so viel. Alles klar, super, danke schön. Danke euch. Ne? Ja, Novak, ich habe gerade Patrick Bauder gefragt, ob es ein Punktgewinn war oder 2 verloren. Was sagst du? Er sagt Punktgewinn. Ja, muss man so oder so betrachten. Also ich denke, nach 2 Niederlagen im Auswärtsspiel gegen den direkten Konkurrenten, dann lieber den Unentschieden nach dem 0-1, als dass wir hier verlieren. Über das ganze Spiel betrachtet, denke ich, war unsere Leistung nicht so, dass man hier mit einem klaren Sieg wieder nach Hause fahren kann. Aber ja, wir haben einfach viele Situationen gehabt, wo wir besser ausspielen müssen. Und ich denke, wenn wir alles abgerufen hätten, auch wenn der Platz echt schwer bespielbar war, ja, müssen wir einfach das eine Tor mehr machen als Felbert. Von daher bin ich nicht ganz so zufrieden mit dem Punkt. Was denkst du, wo steckt denn momentan der Wurm drin, dass es nicht mehr reicht für die 3 Punkte? Kannst du da eine Analyse geben oder bist du da selber unschlüssig? Na, ich denke, wenn man die ersten Spiele gesehen hat, dann haben wir wirklich Gas gegeben, haben
waren voll am Limit, haben über 90 Minuten gepowert durch die vielen Spiele jetzt in der kurzen Zeit. Wird es auch immer schwerer, das Tempo abzurufen, wenn man so ein laufintensives Spiel hat vor allem. Und muss man vielleicht versuchen, ein bisschen mehr über Ballbesitz zu kommen, beziehungsweise noch besser, kompakter stehen. Erste Halbzeit standen wir gut, meiner Meinung nach haben nicht zugelassen. Es ist ärgerlich, dass wir hier in einer Aktion zweite Halbzeit ein bisschen schlafen, dass er einfach 30 Meter allein aufs Tor zugehen kann und dass dann der Elfmeter raus resultiert. Von daher denke ich, gilt es jetzt schnell zu regenerieren, weil Freitag geht es ja schon wieder weiter. Kurz noch zum Elfmeter, wie hast du die Situation gesehen? Elfmeter klar oder sagst du eher keiner? Ja, kann man, muss man nicht, denke ich. Vielleicht kann Felix den vorher legen außerhalb des Strafraums, weiß ich nicht, muss man analysieren in Ruhe. Waren viele kleine strittige Situationen, wo er vielleicht auch die Großzahl für Felbert eher gepfiffen hat. Nichtsdestotrotz, wenn wir, wie gesagt, die Leistung der ersten Spiele abrufen, dann gewinnen wir solche Spiele hier auch und das muss wieder der Anspruch sein. Dann hoffen wir, dass es am Freitag in Düsseldorf so ist. Dankeschön. Danke. Marcel Anders, auch an dich die Frage, gewonnener Punkt oder zwei liegen gelassen, was sagst du? Ja, erstmal haben wir sicherlich einen Punkt gewonnen, wir hätten sicherlich auch gerne drei mitgenommen, aber wir wollten natürlich nach den zwei Spielen erstmal wieder tief stehen, also nicht tief stehen, sondern sicher stehen, kompakt stehen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht, in der ersten Halbzeit haben wir nicht ganz so viel nach vorne gehabt und ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir sicherlich auch gehabt, verdient zu gewinnen. Aber so, ja, spielen wir unentschieden und ich glaube, wir können besser damit leben als Felbert. Was fehlt denn derzeit, so der letzte Tick, damit es wieder zu den drei Punkten reicht? Kannst du da was zu sagen oder ist das etwas, was man einfach nicht erklären kann? Ja, ein Tor mehr als der Gegner. Nee, so wir arbeiten gut, also gegen Gladbach waren wir wirklich schlecht, das wussten wir, das wollten wir wieder gut machen. Und ich glaube, heute war es sicherlich ein Schritt wieder in die richtige Richtung. Und ja, jetzt machen wir Freitag weiter, das wird ein ganz schweres Spiel gegen eine starke Düsseldorfer Mannschaft, die einen Lauf haben. Aber am guten Tag sind wir auch in der Lage, jeden zu schlagen und darauf arbeiten wir hin. Super, Dankeschön. So, liebe RWO-Freunde, bei uns jetzt Markus Kaya, der ist ja noch bekannt bei uns. Heute reden wir mal erstmal nicht analytisch, sondern wir gehen rein gefühlsmäßig mal rein. Wie ist das für dich, gegen RWO zu spielen? Besonderes Gefühl? Ja, in der Hinsicht ein besonderes Gefühl, weil ich alte Freunde sehe halt, ne? Und für mich selber ist die Brisanz nicht mehr so extrem, wie es jetzt im Hinspiel war. Und es ist halt immer schön, alte Freunde zu sehen und das passt dann ganz gut. Du wirst von den Fans auch noch gefeiert, man hört deinen Namen noch schreien. Das ist doch bestimmt ein besonderes Gefühl, wenn man auf dem Platz steht. Kann man da trotzdem 100% geben, auch wenn es gegen RWO geht, oder fühlt man sich ein bisschen schwerer auf dem Platz? Nein, also wir wissen ja, worum es geht. Für uns geht es zurzeit gegen den Abstieg und da muss man halt 90 Minuten lang die Freundschaft ein bisschen ausblenden und da geht es halt wirklich um die drei Punkte und die wollte ich eigentlich heute haben. Es ist halt nur ein Punkt geworden, müssen uns damit begnügen und für Oberhausen war es im Endeffekt ein gewonnener Punkt. Für uns war es vielleicht ein verlorene zwei Punkte, aber im Großen und Ganzen müssen wir vielleicht einfach sagen, dass es okay war. Der Winter hat euch ja getroffen. Ihr habt, glaube ich, noch 5 Nachholspiele, die ihr absolvieren müsst. Wie ist das für eine Mannschaft, das zu verkraften, immer diese Spielausfälle? Kann das auch daran liegen, dass dann der Negativtrend kommt und man unten drin steckt? Ja, die Gefahr besteht halt. Ne? Man denkt, okay, man hat immer 2-3 Spiele weniger, aber die Spiele muss man auch erstmal gewinnen, damit man erstmal da rauskommt. Und im Großen und Ganzen haben wir es jetzt selber in der Hand und wir müssen halt schauen, dass wir diese Spiele, die jetzt in der Rückhand sind, halt auch erfolgreich zu bestreiten. Und dann denke ich, dass wir halt einen positiven Saisonausklang haben werden. Ich denke, wir und die Fans wünschen dir dafür viel Glück und viel Erfolg in der Zukunft. Dankeschön. Ja, ich habe so gesehen, in der ersten Halbzeit war es für mich ein ausgeglichenes Spiel. Mit kaum Tormöglichkeiten, mit vielen kleinen Fouls. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann los mit einer Riesenchance von Mützel. Also aus einer halblinker Position den Ball ein bisschen verzogen hat. Und danach, kurze Zeit später, war die Elfmetersituation. Ich denke mal, das war einer. Und ja, und dann habe ich eigentlich nur noch unsere Mannschaft gesehen. Also für mich war es ein Spiel auf ein Tor mit unzähligen Torschancen, teilweise überhastet vergeben. Aber im Fußball ist das nun mal eben so. Du musst wenigstens
eine noch nutzen davon, dann gewinnst du das Spiel. Ich glaube, auch die drei Punkte hätten wir aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient gehabt. Aber ich kann auch mit dem Punkt leben, wahrscheinlich besser wie der Lars oder wie ganz Felbert. Und ja, ich bin froh, dass wir wenigstens mit einem Punkt nach Hause fahren. Danke. Ja, 1-1 in Felbert, bei uns jetzt der sportliche Leiter Frank Kontny. Sind Sie zufrieden mit dem Punkt oder würden Sie sich eher freuen, wenn wir hier einen Sieg mitgenommen hätten? Ja, ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir sicherlich hier auch einen Dreier einfahren können. Wir haben erste Halbzeit, waren wir ein bisschen zu passiv und zweite Halbzeit, komischerweise nach dem Rückstand, sind wir dann richtig aktiv geworden. Und ich glaube, dass wir zweite Halbzeit aufgrund der zweiten Halbzeit den Sieg verdient gehabt hätten. Der Fußball ist ja manchmal verrückt. 4 Siege in Folge, dann 2 Niederlagen, jetzt so ein Unentschieden. Was ist denn momentan das, was fehlt, damit wieder die 3 Punkte nach Oberhausen kommen? Können Sie da so eine kurze Analyse geben? Ja, ich glaube, dass sie grundsätzlich in dieser Liga, von 20 bis 1 hast du die Situation, dass du jede Woche unheimlich hart kämpfen musst, fighten musst. Du kannst nicht irgendwo hinfahren nach Felbert oder nach Hülz oder dass du sagst, die 3 Punkte hast du sicher. Genauso gut kannst du aber auch gegen Viktoria Köln oder gegen Siegen oder Fortuna Köln was holen. Also in dieser Liga musst du wirklich jeden Sonntag, jeden Samstag das Optimale aus dir rausholen und sicherlich taten die 4 Siege gut. Dann haben wir nach einem guten Spiel verloren und letzte Woche Donnerstag haben wir gegen Gladbach verdient verloren und wichtig war jetzt, dass du auswärts wieder was mitgenommen hast, weil das nächste Spiel ist wieder auswärts. Also wie gesagt, du musst eigentlich von Anfang an jeden Spieltag immer Vollgas geben. Ansonsten hast du auch gar keine Chance, da ruckzuck mal einen Dreier zu holen. Als sportlicher Leiter sind Sie ja auch unter anderem dafür verantwortlich, Spieler zu verpflichten. Das haben Sie getan in der Winterpause. Wie zufrieden sind Sie denn mit den Neuzugängen? Können Sie da so einen kleinen Überblick uns geben, was Sie da denken drüber? Ja, ich glaube, dass er nach Absprache mit dem Trainer alle 3 Jungs, die wir in der Winterpause geholt haben, ob es Haas, ob es Landers ist oder Smikac ist, dass die uns helfen. Die spielen ja auch 2 Spielen in der Startelf. Der Michael kommt immer wieder rein, ist natürlich noch sehr jung, aber trotz alledem ist er da sehr willig und hat natürlich noch reichlich im Anschlag. Und die anderen beiden geben uns, Marcel und der Haas, die geben uns natürlich die Sicherheit auf ihren Positionen, die eigentlich in der Hinrunde gefehlt haben. Jetzt kommen in den nächsten 2,5 Wochen noch 6 Spiele. Es geht also relativ zügig. Was können wir erwarten? Was denken Sie aus den 6 Spielen? Wie viele Punkte? Ja, wie gesagt, wir gucken von Spieltag zu Spieltag. Es ist verdammtes, hartes Programm auf diesem auch sehr heute schwer bespielbaren Boden. Wir spielen dann Freitag schon wieder, wir spielen Dienstag, dann wieder Samstag. Also das Programm ist schon hart. Das zählt natürlich für die anderen Mannschaften auch. Aber mit jedem Punktgewinn oder mit jedem Sieg fällt natürlich das nächste Spiel dann auch einfacher. Und wir wollen so schnell als möglich unsere Punkte erzielen. Und wenn es nach mir geht, sicherlich in den nächsten 2-3 Spielen für klare Verhältnisse sorgen, damit wir in Ruhe planen können und dann hätten wir erst einmal nach 2 Jahren mal irgendwo auch eine Planungssicherheit, sodass wir uns, und das machen wir natürlich auch schon, uns Leute ansehen, beziehungsweise das Trainerteam zusammenhockt und sagt, Mensch, auf diesen Positionen müssen wir uns punktuell noch verstärken und das geht natürlich dann einfacher, wenn wir dem Spieler sagen können, jawohl, wir sind in der Regionalliga und nicht wie in den letzten 2 Jahren, spielt er da, spielt er hier, also es wäre sicherlich für den Verein mal toll, wenn man so eine Planungssicherheit hat, um dann letztendlich auch mit diesen Jungs. Der Größteil hat Verträge und wir sind natürlich auch dabei, mit den eigenen Spielern zu sprechen und werden das dementsprechend dann auch vertragsmäßig dann verkünden, wenn alles in trockenen Tüchern ist. Und ich denke einfach, dass wir auf 4-5 Positionen uns in der nächsten Saison dann verstärken, um dann wirklich gestärkt auch in die nächste Regionalliga-Saison zu gehen und dann andere Ziele anzugreifen. Kann man da Namen nennen? Ich möchte die Konkurrenz nicht letztendlich locken oder auch unseren eigenen Bereich erstmal schützen. Und dann werden natürlich die Spieler in Gesprächen, aber das ist in Absprache mit dem Trainer, dass wir da erstmal mit den Spielern zu einem späteren Zeitpunkt sprechen. Aber ihr werdet das als erstes erfahren. Na, das ist doch was hier bei Underdog TV, das Magazin. Dankeschön. Okay. 1-1 hier in Felbert. Ich glaube, mit dem Punkt können wir heute leben, Christian, oder? Ich bin sehr zufrieden. Ich habe natürlich gehofft, dass wir gewinnen, aber am Freitag, denke ich mal. Genau, Freitag geht's weiter. Denkt an unser Gewinnspiel, das Matchpoint-Trikot von Mike Terranova. Denkt daran, unsere neue Facebook-Seite zu liken, facebook.com/rwoberhausen. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis aus Düsseldorf am Freitag. Und das Osterei hier noch für dich. Oh, Dankeschön.